Na, danke, weiter. Of course it's not as simple as getting the code and opening the door. The Tholians have guards on all critical areas. You'll need to slip past the guards and get into the maintenance tunnels. From there, it's a winding maze to the hangar control room, which can only be unlocked from the inside. Na, klasse. Once you get in, you'll be able to open the doors. We'll be waiting there to help you free the integrants. Okay, ich werde es tun. Und was danach? Here, take this communicator. Ja. It's on a scrambled frequency the Tholians don't monitor, and it'll allow me to contact you while you're on the move. Maybe you can convince someone to cause a distraction. That might make slipping past the guards into the tunnels easier. Okay, danke. Ich schau dann mal, dass ich jemanden finde, nachdem ich mit dem Trekkie-Mann geredet habe. Mit dem Trekkie-Mann. Schönes Wortspiel. Also, naja, natürlich schlechtestes Wortspiel aller Zeiten. Naja, gut. Wird schon alles irgendwie klappen. Weil ich gerade überlege, wozu habe ich überhaupt meine Boden-Keybinds aktiviert? In dieser Mission haben wir keinen Bodenkampf. Aber egal, so mit Franklin Twig. Ja, ja, und Castillo sagten, sie hätten einen Schlüssel für mich. Ja, die ist eh verpackt. The Federation fell before I was born. I shouldn't even care, but there's something about Yar and Castillo. Mm-hmm. I know they believe they can make a difference. Sehr schön. Makes me want to believe. Sehr schön. Okay, danke. Ab jetzt übernehme ich das Risiko. So, damit kann der Drake sich in aller Ruhe ausruhen. Den Drake, den kennen wir ja eigentlich auch noch. Den wisst ihr ja. Der ist der Sektions 31-Typen in unserer Zeitlinie, die wir hier wieder am Herstellen sind. Ich wäre dafür, dass der Drake nicht geboren wird. Klingt jetzt eiskalt und so, aber ich mag einen Dragnet. Ich mache auch allgemein die Sektion 31 nicht, die erinnert mich zu sehr an die NSA. So, und zwar, ich habe die Mission ja schon öfter gespielt, deswegen weiß ich, mit wem ich reden muss, weil ich hier mit dem Wakel schon, der in dieser Zeitlinie der Captain der Enterprise F ist. So, hi Wakel. Kann ich Sie davon überzeugen, ein Ablenkungsmanöver durchzuführen? Wir müssen irgendwie in den Kontrollraum kommen. Ich erinnere mich nicht an die Föderation oder Starfleet. Der Krieg war fast vorbei, bevor ich geboren wurde. This is the only life I know. One of servitude, deprivation, loss. Tja. I want something better. That freedom my parents and grandparents told me about. I want the Federation back. Jawohl, dann helft mir. Just tell me what you need. Okay, danke. Ja, Tholian ablenken. Ich gehe hier schon an Deckung und verstecke Bob mich. Ich verstecke mich. Ich wollte gerade schnell speichern, aus irgendwelchen Gründen. Ich spiele letzte Zeit schon wieder zu viel Skyrim. So. Dab, auf Ablenkungsmanöver warten. Da ist der böse große Tholianer. So, und vorbei an den Wachen. Genau, so, sehr schön. Nun die Konsole benutzen. Den Sicherheitscode, sehr schön. Und rein hier. Und ab in den Wartungslift. Yay. Niemand wird mich, hat mich mehr gesehen. Außer alle, die zufällig in die Richtung schauen. Naja, egal. So, und dann sind wir jetzt. Ja, so. Okay, dann die handgezeichnete Karte ansehen. Was nicht funktioniert neu, weil die extrem verbuggt ist. Extremst verbuggt, wie ihr hier seht. Ja. Es ist erst seit Legacy of Formulus und aus irgendwelchen Gründen kriegst du es nicht hin, wie zu fixen. Aber ich kenne die Wege. Wo sind von hier gekommen? Ich kenne die Wege, von wo sind wir gekommen? So, warte mal, schauen wir nochmal. Wartungstunnel verwenden. Wartungstunnel verwenden. Von wo sind wir gekommen? Wartungstunnel verlassen. Genau, wir sind von hier gekommen. Das heißt, hier oben geht es weiter. Aber hier gibt es so ein paar optionale Sachen, die man noch machen kann, die ich auch machen will. Das heißt, wir hüpfen jetzt durch. Außerdem, wenn man in jede Zelle einmal... Ja, und wieso sollten die Tholianer ein System installieren, das eine für sie feindliche Umgebung erschaffen kann? Ships
is changed to prevent damage to the systems they're dismantling for study. Also, sometimes they force humanoids to do the work. Klingt vernünftig. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es gibt halt auch Auszeichnungen, wenn man hier alle Räume gemacht hat und wenn man hier so Leichen findet und so weiter. Er ist tot, Jim. Wer ist Jim? Er kennt ja solche Anspielungen auf TOS. Kennt ihr ja. Eines von Pilles öftesten Satz, wenn Redshirt mal wieder angegriffen wurde. Er ist tot, Jim. So, hier Durchgang. Dann hier durch. Und jetzt haben wir hier. Hier ist kurzer Weg. Hier ist noch eine Umbiegung, wo wir rein müssen. Jetzt sind wir hier komplett nach vorne. Jetzt gehen wir hier. Und hier ist wieder ein verstecktes Ding. Nämlich den weisesten aller Tribbles befragen. Herr Tribble, hier leise. Verehrter Tribble, bitte lass mich an eurem Wissen teilhaben. Herr Tribble gibt ein Geräusch von sich und rollt dann auf der Suche nach Futter langsam in ihre Richtung. Plötzlich wird ihm bewusst, dass sie mit einem Tribble sprechen. Vielleicht sind sie schon zu lange in diesen Zugangsröhren. Vielleicht ist es aber auch die Gasausdünstung. Ja. Sehr schön. So, der weiseste Tribble, zurück in den Wartungstunnel. Und wieder dem Weg folgen. So. Ich könnte da vorhin links gegangen werden, wenn wir hier reingekommen. So, Methangas-Auslässe schließen. Und die Atmosphäre des Kontrollraums entlüften. Und zu guter Letzt die sauerstoffbasierte Atmosphäre erzeugen. So, sehr schön. Und Wartungstunnel. Wartungstunnel. So, und die Umgebungstemperatur senken, damit wir da drin auch überleben. Meine Nase ist verstopft. Und jetzt sehen wir hier, wie die Temperatur verringert wird, wodurch die Tolianer, die eine hohe Temperatur brauchen, sterben. So, perfekt. Und ruft uns Tascha, ja? Nein. So, dann hier den Wartungstunnel nochmal. Und hier den Wartungstunnel und die Kiste durchsuchen. Wir haben eine Phaser-Betäubungspistole aus der alternativen Zeitlinie bekommen. Schauen wir mal, ob die besser ist als die, die wir mit uns führen. Nope. Ja, schauen wir dann allgemein später, wenn die Mission zu Ende ist, mal bei unseren BOs. Warum gibt es hier keine Quests? Leuchten mehr bei den Tunneln. Naja, egal. So, jetzt hier lang. Dann hier lang. Und mal ging das jetzt auch. Nein, wir sind von da gekommen. Hier ging es nicht weiter. Okay. Dann hier lang. Und Wartungstunnel verlassen. Und jetzt sollten wir genau merken, wo sie sich geparkt haben. Das heißt, wir haben hier einmal komplett überall rumgelaufen. Und hier sehen wir die Enterprise-C. Von Traktorstrahlen gehalten. Von Andockklammern gehalten. Ohne Energie und mit einem Kraftfeld davor. Ihr seht schon, wir haben jetzt einiges zu tun. So, die Höhe des Wartungstunnels aktivieren. Ja klar, ich muss durch die Tunnel rennen. Wunderbar, Glück für uns, dass wir das Schiff noch nicht auseinandergenommen haben. So, jetzt ist wir hier. Also, wir haben hier vier Sachen, die wir machen müssen. Wie gesagt, das Kraftfeld deaktivieren, die Traktorstrahlenenergie aktivieren, die Andockklammern lösen und die Energie auf der Enterprise wiederherstellen. Jeder von denen kann eine Sache besonders schnell machen. Wir müssen, das heißt jetzt, denen das Richtige geben und es wird das selber machen. Wenn wir denen das Falsche geben, dauert es länger. Wird zwar trotzdem geschafft, aber es dauert halt länger. So, als erstes mal Castillo, mein Freund, was kannst du denn? Was ist Ihr Fachgebiet? Okay, er kann die Klammern lösen, da brauchen wir gar nicht weiterlesen. Du löst die Andockklammern. So, Tonai, was ist dein Fachgebiet? Okay, sie kann die Energie des Schiffes wiederherstellen. Schiffsenergie wiederherstellen. So, Tascha. Ja. Okay, sie kann die Traktorstrahlen deaktivieren. Das heißt, wir können das tolianische Netz deaktivieren. Jetzt weiß sie das Kraftfeld. So, bei uns geht das etwas schneller. Dafür haben wir drei Dinger. Energiematrix destabilisieren. Und zu guter Letzt das tolianische Netz deaktivieren. Wie ist sie schon fertig? Nein. So, Traktorstrahl deaktiviert. Und jetzt schauen wir mal hier, wie das dann aussieht, wenn hier alles aktiviert wird. So, da sind die Andockklammern gelöst. Gleich ist auch die Schiffsenergie wieder. Ja, halt die Schnauze. Gleich ist auch die Schiffsenergie wieder da. Hier, die Tenar macht ja die Schiffsenergie. Das sehen wir daran, dass sie alles aufleuchtet. Genau.
Und zu guter Letzt werden die Traktorstrahlen deaktiviert. Das sind diese gelben Strahlen hier. So, wunderbar. Und jetzt raus hier. So, also ab in den Tunnel da unten und zur Enterprise gelaufen. So, zum Schiff begeben. Tam, tam, da. Schönes Schiff. Die Ambassador-Klasse, ganz ehrlich. Also, was die Fettschiffe angeht, so meine Lieblinge. Ja. Auf jeden Fall meine Lieblinge vom Schiffsdesign der Föderation. Ja. Ach, das macht doch nichts. So, auf jeden Fall meine Lieblinge zum Föderationsdesign sind halt die Refit-Version der Constitution-Klasse, also eben die Enterprise aus den Filmen quasi. Die Excelsior-Klasse, die Ambassador-Klasse hier, die Galaxy-Klasse und die Defiant-Klasse. Das sind so meine Lieblinge vom Optischen her. Deswegen schön, wenn man hier wirklich so direkt davor steht. So, und wir müssen hier das Kraftfeld deaktivieren. Kraftfeld senken. Gut, deaktivieren. Ach, ich schaff das schon. So, Nummer 1 ist weg. Dam, 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 dam. Kann man auch, ne, man kann natürlich die Kamera nicht rausbewegen, so ansonsten, dass wir jetzt hier uns den schönen Deflektor anschauen könnten und so weiter. So, zweite Kraftfeld deaktivieren oder senken. Nicht hilfreich, wenn ich mich hier konzentrieren muss, um mich nach extrem Panik und Stress zu versetzen. Ach, immer diese Tasche hier. Verstehen, warum Worf sie so macht. So, und das dritte ausschalten. Ich dachte, wir haben alles gemacht. Starfleet Protocol 547C clearly states that the Tholians have heard of Protocol 547C. Richtig, ich denke schon, dass die Tholianer sich groß für irgendwelche Sternflottenprotokolle interessieren werden. Na? Sehr, sehr schönes Schiff. Definitiv. So. Und die Enterprise C betreten. Und jetzt kommen wir schon auf die vorletzte Map von dieser Mission. Wo die auch den einzigen Kampf hat. So, USS Enterprise NCC 1701C. Ah, ganz ehrlich, das Design der Ambassador-Klasse finde ich persönlich besser als das Design der Galaxy-Klasse. Frag mich nicht warum, aber irgendwie gefällt mir das von der Ambassador doch besser. Ja, ich mag die alten Schiffsdesigns. So, okay, als erstes mal brauchen wir Waffelenergie. Dann Autofeuer aktivieren, auch wenn ich E-Space-Taste spammen werde. Dann auf die Dreierreihe. Was brauchen wir nicht auf der Dreierreihe? Traktorstrahl ist ganz gut. Das hier Hülle polarisieren brauchen wir nicht. Denn die Hülle polarisieren brauchen wir gegen Traktorstrahlen. Heilungsfähigkeiten auch nicht. So, die Waffen können wir hier auch schon mal rauswerfen. Die Traktorstrahlen aktiviere ich auch mal lieber manuell. Kann ja nie wissen. Dafür hier Angriffsmuster Alpha, das erhöht unsere Schäden. Taktische Initiative, die hatten wir ja vorhin schon mal. Die eben Dingsbums macht, ihr wisst schon. Ach, Hilfe. Die eben Dingsbums, wie heißt es? Ich sortiere hier dabei schon mal, während ich überlege, die der Initiative. Ach ja, genau, die unsere Cooldown-Zeiten verringert. So, jetzt habe ich es, genau. So, auf jeden Fall, was haben wir jetzt? Die Schilder polarisieren nicht, denn Schilder polarisieren, meh. So, Warplasma lassen wir auch lieber manuell ab. So, dann aber hier das hier rein. Das ist der, ich sagte das hier rein. Hallo? Jetzt bitte? Miep. Gut, dann machen wir das hier rüber. Gehen wir dann gleich von oben nach unten durch. Also Angriff ist Alpha und Delta haben wir schon drin. Das sind hier die beiden. Antriebsbatterie machen wir so. Auf mein Ziel feuern machen wir auch so. Auf Treffer gefasst machen wir auch so. Ausweichmanöver machen wir auch so. Heilschildneilung machen wir auch so. Den Handelsfrachter brauchen wir innert hier. Die gezielte Energiemodulation. Die erhöht unsere Schussfrequenz, wodurch wir mehr Schaden erzeugen. Simpel. So simpel, wie es einfach ist. So, dabei kann ich aber eigentlich hier schon mal ein wenig mitsortieren. So, das kommt hier rüber, das hier ist auch Hüllenheilung, das hier kommt hier hin, das hier kommt hier hin, das hier kommt hier hin. Was war da falsch? Ich muss hier im Fenster hochscrollen. Ansonsten hätte ich das jetzt doppelt gemoppelt. So, die Antriebsbatterien und so weiter habe ich schon, wie ich gesehen hatte. Haben wir die Hüllenheilung hier, dann die Hülle polarisieren, machen wir auch mal hier mit rein.
Schildteilung. Notruf Nimbus-Piraten haben wir schon. Die photonische